Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei King of Retail. Wir haben ja das letzte Mal noch den Raum angepasst vom Lager und ein paar Artikel bestellt. Jetzt hoffe ich mal, dass ich die nicht vergesse einzuräumen. Schauen wir jetzt mal. So, 3 Zinsen, yay. Und? Nein, haben wir nicht geschafft. 1000, ja, das macht nichts. Wir haben auf jeden Fall immer noch im Konzern 5500. Wir gehen zum Laden. Wir haben natürlich ein Minus gemacht. Wir haben ja auch einiges eingekauft. Jawohl, die Lieferung kommt. Hier kann ich wahrscheinlich jetzt eh nichts machen. Von daher kümmern wir uns jetzt gleich mal um die neuen Lieferkästen. Ich lasse das auch auf den kleinen, also auf diesen Lagereinheiten, das Liefereinheiten. Das passt nämlich. So. 2, wollte ich nur eins machen? Eigentlich wollte ich nur eins machen, ne? So, dich stelle ich jetzt dann gleich mal hier. Oh, man sieht immer nichts. Bis dahin. So, dann verschiebe ich dich mal nach da. Gut, dass der gleich an die Container rangeht. Ja, komm. Pack hin. So. Jetzt ist das Blöde nur, ich weiß nicht, ob man hier durchkommt, wenn ich da jetzt noch so ein Lagerding hier hinstelle. Warte mal, wir machen jetzt 2600, habe ich eh nicht. Das müssen wir dann später machen. Wir haben auf jeden Fall ganz viele fleißige Bienchen. Jawohl. Ihr packt aus und ich versuche hier irgendwas einzuräumen, weil es ist ja noch nicht alles ausgepackt. Da müssen wir ein bisschen warten. Ich habe auch keine Ahnung, was die gerade auspacken, aber auf jeden Fall sind sie jetzt alle am Auspacken. Schauen wir denen mal ein wenig bei der Arbeit zu. Hehe. Yay. Und schon gleich der erste Dieb gefasst. Ist ja wunderbar. Na, ich möchte euch alle aufs Bild kriegen, bitte. Achso, jetzt packt sie da vorne aus. Und Laura geht jetzt halt dahin. Alles klar. Die machen Wechsel. Fröhlichen Wechsel. So. Die haben wir drin. Genau, dann wollte ich im Grunde hier die anderen gestreifen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob die schon ausgepackt sind. Jo, sind sie. Das heißt, wir können die blauen hier reinpacken und die Hummeln. Muss ich gleich nochmal drauf schauen, ob die vom Preis jetzt her passen oder nicht. 29, jawohl. Das passt. So. Dann die lassen wir drin, wo sie sind. Hey, have a minute. Ja, die schauen nur sehr ähnlich aus, ne? Da haben wir noch nichts drin. Dann schauen wir mal, dass wir hier ein bisschen nachfüllen. Dass die Leute auch wirklich was zum Kaufen haben hier. Ich glaube, in dem, selbst obwohl der Laden so klein ist, glaube ich, dass hier sogar schon fast eine weitere Kasse her muss, ne? Okay. So. Gucken wir mal. Hinten, langärmlich. Jawohl, die blauen sind auch da. Dann schauen wir mal, was können wir denn hier reinpacken? So, wo haben wir denn noch 15? Die Jacken sind aber doch schon drin irgendwo. Das ist halt das, wo ich dann den Überblick verliere, ne? Wenn ich dann zu viel irgendwie bestelle, lasst mich durch. Wo ich dann einfach nicht mehr durchblick, was war jetzt das? Und ich mich dann anhand der Zahlen orientiere. Ach so, die Jacken, die waren hier mit drauf, auf dem Orangenen, ne? Dann warte mal, du kommst weg. Wir tun dafür einen neuen her. Danke. Okay, ein weiterer geht hier nicht. Außer, Moment, geh mal raus. Die hier tun wir mal raus. So. Dann haben wir nämlich jetzt halt hier auch nichts mehr drin. Und dann kann ich dich verkaufen. Und dann können wir nämlich hier nochmal so einen dahinstellen. Mit Ladung hinten. Da. So.
Warte mal, die könnten wir eigentlich auch immer so hinstellen, ne? Bisschen weg hier vielleicht vom Eingang. Und dann tun wir den hier noch drehen. So, ihr trampelt jetzt natürlich alle da durch, ist ja logisch. Gut. Ja gut, meine Anordnungen können auch besser ausschauen, ne? Das ist klar. Also killt mich nicht, wenn ich jetzt irgendwas nicht reinräume. Hier wollte ich jetzt die Jacken reintun. Hinten langarmlich. Da, die hier wollte ich jetzt da reintun. Dann würde ich aber sagen, dass wir hierzu nochmal andere bestellen. Außer ich tue jetzt das hier mal... Nee, doppelt platzieren tue ich es nicht. Nee, das lassen wir hier mit einer. Gehen wir mal ganz kurz auf Bestellungen und packen hier noch die hier mit rein, würde ich sagen. Machen wir hier nochmal 15 und wir passen dann gleich den Preis hier an auf 49,90. Was? Nein, nein. 49,90 bitte. So, dann haben wir die schon mal im Warenkorb. Ja, greif zu. Immer ran an das Zeug. Was könnten wir denn da herhängen? Was könnten wir denn da hinhängen? Irgendwie kommt es mir so vor, als hätte ich viel zu wenig bestellt. Habe ich ja auch, ne? Sportshirts haben wir doch noch, oder? Ne, die gestreiften hatten wir noch. Die hier. Die zwei gestreiften. Wir haben hier schon die vier. Dann würde ich sagen, machen wir die anderen zwei gestreiften hier noch mit her. Nein, kurzärmelig waren die. Das waren dann einmal diese hier und einmal diese hier. Mach schneller. Und die müssten auch vom Preis her passen, oder? 29,90. 34,90. Dann warte mal. Excuse me. 30,90. Oh Mann. Moment. Halt. Durchklicken, auswählen. Schauen wir hier nochmal drauf. 34,90. 29,90. Genau. Die hier. 34,90. So. Damit sind die erledigt. Und das war's dann, glaube ich, schon. Mehr haben wir jetzt halt nicht mehr. So, und das andere, das machen wir dann wieder an einem ruhigen Tag. Also, wenn der Laden zu ist. Oh, die sind schon wieder alle weg. Aber ich werde die Mindestlagerbestände nicht erhöhen. Also, ich lasse die Sachen so, wie sie sind, auf 15 eingestellt. Weil es wird mal mehr gekauft, es wird mal weniger gekauft. Das ist immer unterschiedlich. Und von daher lasse ich das mit den 15 Stück. Wenn welche vergriffen sind, dann sind sie vergriffen. Die Leute, die holen sich ja dann ein anderes Teil dafür. So. Dann müssen wir jetzt eigentlich nur den Tag rumkriegen, ne? Ne, habe ich nicht. Theresa ist da. Der kommt mir irgendwie so verloren vor, ne? Das ist der Einzige, der jetzt nur noch mit einem Bügel ist. Warte mal, dich habe ich noch nicht angepasst, ne? Dich habe ich auch noch nicht angepasst. Ansonsten müsste alles soweit okay sein. Was machen wir denn an dem hier? Da würde ich gerne ein bisschen buntes Zeug hängen. Dass wir hier mal einen Aufsteller machen, wo wir dann von jedem Ding nur 5 Stück haben oder sowas auf Lager. Und dann hier quasi immer nur ein einziges davon reinhängen. Also im Grunde 10 unterschiedliche Artikel. Und die jeweils nur mit 5 Lagerbestand. Ja, mal probieren. Dadurch machen wir die aber auch dann selten, ne? Das ist ja dann das Nächste. Und wenn wir die dann selten machen, können wir natürlich dementsprechend den Preis auch höher machen. Hm.
Klingt interessant. So, jetzt wuselt mal, ihr Lieben. Und wir sehen uns dann eh gleich wieder zum Feierabend. So, es ist gleich Feierabend. Von daher würde ich sagen, wir setzen jetzt einmal hier noch ein Regal rein. Eine Lagereinheit, eine große. Und zwar hier jetzt an die Wand dran. Ich weiß nicht, ob da sogar noch ein zweiter geht. Ja, es geht. Machen wir. Dann haben wir jetzt insgesamt Platz für 900 Artikel. Okay, es kommen ja noch einige dazu. Ne? Insofern sollte das dann auch okay sein. Jetzt ist schon wieder Feierabend. Ne, warte mal hier am besten. So, dann haben wir hier nochmal ein Licht. Das taucht doch. Und da hinten machen wir auch noch eins hin. Dass die Mädels auch wirklich Licht haben hier. Passt. Hey Joanna, na, willst du Tschüss sagen? So. Ah, die letzte noch an der Kasse, ne? Nicht mehr erwischt. Okay, einmal Artikel bestellen. Mindestlager 362 Artikel für knappe 4.000. 4.100 insgesamt jetzt mit den neuen. Ich habe natürlich jetzt hier 5.200 ausgegeben für die Regale. Aber damit haben wir es eigentlich jetzt geschafft, würde ich sagen. Also wir brauchen jetzt halt an Einrichtung nichts mehr. So, 2.400. Wunderbar. Hier ist alles tutti. Ja, das passt. Minus 290 ist klar, weil wir die Lagereinheiten gekauft haben. Ja, wir hätten auf jeden Fall ein sattes Plus gemacht hier. Gut, dann würde ich sagen, gar nicht lang rumtrödeln. Und gleich rein. Wir sollten jetzt halt Level 23 auf jeden Fall haben. Wir sind fast auf der 24 für einen großen Laden. Wir haben 10 Punkte verfügbar. Ihr könnt mir ja gerne mal reinschreiben, was ich freischalten soll. Ob die Schuhe oder die Hosen. Schreibt mir das gerne mal rein. So, wir gehen einmal zum Laden. Konzernvermögen nimmt ein bisschen ab, habe ich gerade gesehen. Das waren 300 Euro weniger. Ja, das schaut doch gut aus. Ich glaube, das passt. So. Lass mal schnell laufen. Jawohl, Lieferung kommt. Also ich bin immer fasziniert, wie viele Päckchen du in dem einen Päckchen drin hast. Komm, schmeiß rein. Du trödelst immer so lang. Und dann verteilt das einmal vorne, einmal hinten. Wunderbar. So, dann höre ich gleich mal wieder auf. Das machen unsere Ladies hier. Und die anderen Ladies, die jetzt halt nicht zum Auspacken. Okay, ihr habt euch entschieden. Lucy geht hinter zum Auspacken. Laura hadert noch mit sich selbst, ob sie jetzt dahinter geht oder nicht. Aber ich denke, sie wird den Weg finden, oder? Laura, alles gut? Gut. So, Katrin. Katrin, unsere längste hier im Laden. Bleib mal da. Ich möchte mal mit dir ein bisschen quatschen. Persönliches Gespräch. Stimmung, Produktivität, unglücklich über niedrige Löhne, genießt die gute Atmosphäre, hat sich Zeh am Tisch angestoßen. Oh, das tut mir jetzt leid. Warte mal, Produktivität minus kann negativen Effekt entfernen. Dann machen wir doch mal Gespräch beginnen. Soll es ruhig angehen lassen? Zeh ist nur unglücklich niedrige Löhne. Okay, in 4 Stunden das nächste Gespräch. Aber gut, weißt du, Katrin, du darfst auch mal einen Kaffee trinken gehen. Komm, geh doch mal eine Pause machen. Das hast du dir doch verdient. So, schauen wir mal, ob wir was reinräumen können. Wahrscheinlich nicht. Gucken wir mal, ob die Jacken schon da sind. Die schwarzen ja. Und die anderen? Yes, dann können wir die auch gleich mit reinhängen. Dann sind die schon mal beieinander. So, alles andere fehlt natürlich noch.
Da haben wir noch nichts drin. Da bin ich dann auch mal gespannt, ob ich das alles dann hinbekomme. Und da durchsteige und keine Fehler mache. So, ja, ihr seid am Machen. Jetzt ist in Ordnung. Ich mische mich hier schon gar nicht ein. Ihr handelt es souverän. Nina? Jawohl. Wunderbar. Es ist ja Samstag, jetzt weiß ich natürlich nicht, inwiefern viel los ist. Wir schicken Catherine jetzt mal nach Hause. Die darf Feierabend machen. Und wir schicken Laura nach Hause. So. Dann haben wir immer noch drei da, die auffüllen. Das ist doch in Ordnung. Weil so viele Sachen gibt es jetzt eh nicht mehr zum Auffüllen. Ich wüsste jetzt zumindest nicht, ob ich irgendwas drin habe im Lager, das wir noch reinbringen müssten. Man sieht es ja dann an der Zahl, ne? Aber das sind überall 10 Artikel bei den kurzärmlichen Sachen. Oh nee, wir haben weiße Polos und diese beigen Polos, die sind noch nicht... Ach, die habe ich rausgenommen, ne? Okay, warte mal. Dann tun wir die hier rein. Wo seid ihr? Da. Einmal die hier, einmal die hier. Und ansonsten jetzt hat aber nichts mehr. Jetzt müsste ich wirklich alles haben. Jetzt sind überall die Bestände auf 10. Das ist gut. Das ist gut. So, lasst uns hier mal reinschauen. Wie kann ich denn das nachgucken nochmal? Verkaufskaufpreis. Nee, es geht nur im Büro mit den Mindestbestellungen und sowas. Okay. 12.22 Uhr. Wir müssen jetzt halt eigentlich nur mal vorlaufen lassen. Torben ist am Rumschlichten. Der füllt auf. Ich stehe im Weg rum, wie immer. Ich stelle mich mal da hinten dekorativ hin an die Wand. So. Machen wir mal Ego-Perspektive. Machen wir mal das Ding hier aus. Da haben wir das auch ganz gut im Blick. Jawohl. Gestohlene Artikel haben wir schon wieder. Weiß nicht, ob es da lohnt, dass wir wirklich jetzt so einen Alarm-Ding sie hinmachen. Gehen wir drauf, Inneneinrichtung. Nicht Lampen. Hier, Diebstahlsicherung. Man muss halt bedenken, ne? So ein Tester zum Beispiel, das kostet mich jeden Tag 52. Ist jetzt nicht allzu teuer, aber hat halt nur 70% Chance. So, also mindestens wäre ja dann der hier schon mal mit 80%, kostet mich 130 Miete. Wobei die Artikel, die geklaut werden, also wenn hier wirklich mal 3, 4 Artikel geklaut werden, mit einem Wert von, lass mal gucken ganz kurz, sagen wir mal, das Ding hier wird geklaut, das kaufe ich ein für 10 Euro. Jetzt lassen wir mal noch einen zweiten Artikel geklaut haben, zum Beispiel das Ding hier, 9,10 Euro, dann hier so ein Hemd, 10 Euro, das da 11 Euro, also sagen wir mal, es werden 4 Artikel geklaut für 40 Euro oder 50 Euro. Da lohnt sich das nicht, dass ich eine Diebstahlsicherung hinmache, die mich dann täglich 130 kostet oder noch mehr, 325 oder 780. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also ich sehe den Sinn da drin nicht. Wenn ich eine Diebstahlsicherung kaufe, dann kaufe ich sie und dann habe ich sie und dann ist gut. Aber täglich eine Miete dafür zu zahlen und die Produkte sind weniger wert, also jetzt gerade hier bei den Shirts, ne, dann lohnt sich das nicht, finde ich. Bei den Computern schon eher. Also bei den Computern und Handys, da lasse ich mir das eingehen, weil das sind die Anschaffungskosten einfach schon mal wesentlich höher. Und wenn ein Computer geklaut wird, der in der Anschaffung ein Tausender kostet, dann lohnt sich natürlich eine Anlage schon. Ja, aber ich habe ja meine Mitarbeiter auch noch. Also von daher... Hey, can you help me? Gut, es schaut noch so leer aus. Eigentlich schreit es schon wirklich nach einem geschlossenen Tag.
hier in dieser geschlossenen Anstalt, dass wir diese Aufstelle hier noch voll kriegen, ne? Aber wir nutzen jetzt mal die Chance, und zwar für die drei hier. Wir bestellen jetzt halt mal insgesamt 6 Artikel. 6 Artikel, das klingt schon wieder so, ne? Wir bestellen jetzt mal 6 Artikel. Lass das! Active Life. Was könnten wir denn von Active Life machen? Komm, wir könnten uns doch mal... Diese ganz hässlichen Dinger hier könnten wir uns doch mal vornehmen. Casual Clothes, hier. Wir nehmen das hässliche Ding und das da. Wir nehmen 2 mit Händen. Einmal in Rot, einmal in diesem Türkisblau. Und dann nehmen wir noch 2... Ach komm, lasst uns ein paar Paluten mit reinnehmen. Mit dem Team Edgar. Nehmen wir das Schwarze und das Weiße. So. 15 Mal jeweils als Mindestlagerbestand. Hey, can you help me? Jawohl, schon wieder jemanden gecached. Mit 15 Mindestlagerbestand. Das sind insgesamt jetzt 90 Artikel. Und die hängen wir dann da rein. Und die Preise bearbeite ich dann, wenn sie drin hängen. So. Die lasse ich aber drin. Das mache ich dann mit der Komplettbestellung am Feierabend. Ja. Können wir eigentlich Luca... Nee, Rebecca ist ein bisschen mehr angeschlagen. Achso, die hat jetzt eh Feierabend. Dann würde ich sagen, schick mal einfach die nach Haus. Nee, schick mal nicht. Joanna kann ich nach Haus schicken. Komm, Joanna, du darfst ein bisschen früher gehen. Ist jetzt eh nichts mehr zum groß einräumen. Die 5 Artikel da, das ist dann am nächsten Tag geschehen. So, 20.30 Uhr haben wir gleich. Gut, damit ist das erledigt. Wir machen Mindestbestellung, 184 Artikel, das ist jetzt nicht so viele, die verkauft wurden, taucht mir schon, aber das war jetzt ein Samstag, es war glaube ich jetzt halt auch nicht so viel los, ne? Keine Ahnung, so, gehen wir mal zurück ins Büro. Wir haben immer noch 4700, gucken wir mal hier drauf, wie es da ausguckt mit unseren Mitarbeitern, sind alle da. Ich würde Katrin gerne nochmal einen Tag freigeben, weil die ist echt angeschlagen. Oder wir machen mal mit ihr eine Verhandlung für einen besseren Gehalt. So, die hatte die letzte Krankheit 17 Tage zuvor, am 27. März, ist unsere längste hier. Deswegen würde ich sagen, dass wir das Gehalt neu verhandeln. Ich schreibe mal hier mit rein. Weil das mache ich ja auch immer, ne? Gehalt. So, 11,64 und das neue Gehalt, das sieht man ja dann hier. Dann sehen wir auf jeden Fall, wir haben sie schon mal hochgestuft. Also, Gehalt neu verhandeln von 11,64 auf 14, das sind 3 Euro mehr. Fast einig. Ich meine, du bist es mir wert, ne? Du bist jetzt schon so lange dabei. Okay, 16,44 Euro. Ist doch cool. Und damit ist ihre Laune, glaube ich, dann auch schon wieder gehoben. Jedenfalls gebe ich ihr dann nochmal einen Tag frei. Und dann sollte das doch von der Stimmung schon ein bisschen besser hinhauen. So, gucken wir mal hier. E-Mail. Torben Adler braucht eine Gehaltserhöhung. Baldige Neuverhandlungen bei Denise Blank. Gucken wir mal. Torben und Denise, Torben Adler, der ist gerade mal seit 8 Tagen dabei, war schon krank vor 3 Tagen, also nee. So, und die Denise, wo ist sie? Habe ich dich übersehen, hier vorne irgendwo? Denise Blank, hier, unsere Kassiererin, war noch nie krank, ist seit 15 Tagen beschäftigt und vor 7 Tagen hatte sie frei. Ja, können wir doch mal schauen.
Gehalt. Keine Ahnung, was ich jetzt da schreiben wollte. So, 1323. Gucken wir mal. Also die hat jetzt halt nicht zumindest den Anspruch auf ein höheres Gehalt. Schauen wir mal. Gehalt neu verhandeln. Gehen wir halt mal auf 15. Bisschen mehr, okay. Dann gehen wir mal auf 16, 15,99. Sicher, das ist gut. Okay, damit sollte sie dann doch auch glücklich sein. Das passt doch. Gut, und dann würde ich sagen, was haben wir denn noch an Zeit? Ich glaube, nicht mehr sehr lang, ne? Oh, habe ich vergessen, meinen Wecker zu stellen? Oi, oi, oi. Nee, wir sind eigentlich schon am Ende, sehe ich gerade. So, jetzt ist noch der letzte Gedanke, den ich habe, wegen Lager. Lager sollte meines Erachtens okay sein. Also ich denke nicht, dass wir hier noch irgendwas machen müssen. Wir haben jetzt halt wirklich genügend Artikel, die wir reinpacken können. Wir haben jetzt halt hier noch einige Aufsteller, die wir befüllen müssen. Da würde ich sogar sagen, dass wir beim nächsten Mal, ja, das machen wir beim nächsten Mal, da kümmern wir uns drum. Wir haben 4775. Es gehen in den Konzern 1000, das heißt, wir haben dann noch um die 3000. Wir müssen natürlich die Miete berechnen mit 1000, also haben wir ungefähr 2500. Damit sollten wir im Normalfall alles an Shirts kaufen können, um die Aufsteller noch zu bestücken. Und würde ich sagen, machen wir doch das nächste Mal. Kümmern wir uns um den Laden und befüllen die letzten leeren Aufsteller. Vielleicht hänge ich dann auch noch ein paar Bilderchen mit rein oder sowas. Machen wir. Das machen wir beim nächsten Mal. Es ist zwar dann, warte mal, es ist doch dann Sonntag sogar, ne? Ja, ist ja sogar dann der Sonntag. Ich wollte ja sowieso am Sonntag dann mal zumachen. Dann werden sich alle freuen, können sich alle mal ein wenig ausruhen und entspannen. Und wir haben unsere Arbeit zu tun. Alles klar, freue ich mich drauf. Ich hoffe, ihr euch auch. Lasst mir gerne ein Like da, schreibt mir gerne was in die Kommentare. Und abo nicht vergessen, dass ihr keine Uploads mehr verpasst. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.